Hallo ihr Lieben, wir sind Simone und Mirko von Agape Fotografie und heute haben wir drei Tipps für euch, wie ihr als Paar besser zusammenarbeiten könnt. Wir haben uns vor ziemlich genau einem Jahr mit der Foto- und Videografie komplett selbstständig gemacht und seitdem sehen wir uns eigentlich 24 Stunden am Tag. Wir arbeiten zusammen, wir essen zusammen, wir wohnen zusammen, wir gehen zusammen aus und wir werden ganz häufig von Freunden gefragt, wie kann das funktionieren? Wie könnt ihr euch 24 Stunden am Tag sehen und wie könnt ihr euch nicht auf die Nerven gehen? Und genau deshalb haben wir für euch diese drei Tipps, die euch die Zusammenarbeit als Paar hoffentlich ein bisschen verschönern. Kannst du einmal reden? Ich will sehen, wie du so aussiehst. Rede mal richtig einmal. Hallo Simone, ich bin Mirko. Tu mal in die Kamera so, als ob du... Wir arbeiten jeden Tag 8 bis 9 Stunden in unserem Büro. Schatz, voll emotionslos. Beweg dich mal ein bisschen. Ja, okay. Als selbstständiges Paar arbeiten wir manchmal 8 bis 9 Stunden zusammen und das in ein und demselben Raum. Das ist natürlich eine schöne Sache, kann aber auch schwierig werden, wenn man zum Beispiel unter Stress steht und etwas schnell abgeben muss. Damit bei euch dabei keine dicke Luft aufkommt, ist es wichtig, dass ihr lernt, gut zu kommunizieren. Besonders wichtig ist es uns dabei, dass wir immer ein offenes Ohr füreinander haben, dass wir einander zuhören und dass wir einander auch aussprechen lassen. Wenn ich zum Beispiel morgens zu Mirko sage, hey, kannst du mir vielleicht heute diese Rechnung schreiben und kannst du unsere neuen Fotos auf der Website veröffentlichen? Oder ich habe irgendeine coole neue Idee und ich merke, hey, ich erzähle und erzähle und Mirko hört die ganze Zeit gar nicht zu. Deshalb ganz wichtig, hört einander gut zu, seid hilfsbereit und geht auf die Ideen und Vorschläge eures Partners ein. Ein weiterer wichtiger Punkt für gute Kommunikation ist, wie übe ich Kritik aus und wie nehme ich Kritik auf. Bei uns kommt es oft vor, dass ich zum Beispiel gerade an einem Video sitze und einfach mal Kritik von Simone einholen will. Dann kommt sie rüber zu meinem Platz und manchmal reagiert sie ganz schön komisch auf meine Videos. Hier ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Ja! Schatz, komm mal rüber, ich habe nur das Video fertig. Dann zeig mal her. Schau mal, Schatz, hier saß ich 30 Stunden dran. Das ist ja schrecklich. So sollte es natürlich nicht laufen. Oft, wenn man sich die Arbeit von jemand anderem anguckt oder in diesem Fall jetzt das Video von Mirko, denkt man gar nicht darüber nach, was für eine Mühe und was für eine Arbeit dahinter steckt und man ist ganz schnell darin, doofe Kritik zu äußern. Nehmt euch einfach ein bisschen Zeit und überlegt euch einfach, was ihr gut und was ihr nicht so gut fandet und wieso ihr etwas gut oder nicht so gut fandet und versucht dann, konstruktive Kritik zu äußern. In diesem Fall hätte ich zum Beispiel zu Mirko sagen können, hey, das ist wirklich ein richtig cooles Video, das und das hat mir echt gut gefallen, aber versucht doch mal an den Farben ein bisschen was zu ändern oder versucht auch mal die Schnitte nicht so schnell zu machen oder irgendwie so in der Art. Denkt einfach immer daran, wie wichtig gute Kritik ist und versucht immer freundlich zu bleiben und die Arbeit eures Gegenübers wertzuschätzen. Eine Sache, die man auf jeden Fall gemeinsam planen sollte, sind die gemeinsamen Ziele. Setzt euch also regelmäßig zusammen und sprecht über eure Ziele. Wir setzen uns zum Beispiel einmal im Monat zusammen und sprechen darüber, was wir im kommenden Monat alles schaffen wollen. Wir nehmen uns jeden Monat ein paar konkrete Dinge vor, verteilen die Aufgaben aufeinander und legen einfach los. Wir machen es zum Beispiel so, dass wir für den kommenden Monat ein Kalenderblatt ausdrucken und uns dann für jeden Tag wirklich Aufgaben aussuchen und da reinschreiben. Das heißt, jeder von uns hat für jeden Tag eine Aufgabe, die er auf jeden Fall erledigt haben muss. Ob es jetzt die Gestaltung einer neuen Preisliste ist oder ob die Website aktualisiert werden muss oder so, schreibt euch einfach diese ganzen Sachen auf und arbeitet eins nach dem anderen ab. Das klappt echt richtig gut. Als nächstes können wir euch empfehlen, dass ihr euch einen gemeinsamen Kalender anlegt und zwar auf dem Handy. Es gibt verschiedene Apps, die ihr dafür nutzen könnt. Wir nutzen auf unseren iPhones die App Timetree. Das Coolste daran ist, wenn ich zum Beispiel einen neuen Termin eintrage, bekommt Simone auf ihr Handy sofort eine Benachrichtigung, dass ich einen neuen Termin eingetragen habe. Eure Priorität sollte immer auf eurer Beziehung liegen. Wir lieben unseren Job wirklich sehr und wir könnten 24 Stunden am Tag von nichts anderem sprechen als von unserer Arbeit. Und selbst wenn es sich nicht wie Arbeit anfühlt, ist es letztendlich doch unsere Arbeit. Auch wenn es cool ist, seine Arbeit so gerne zu machen, ist es total wichtig, dass wir aufpassen, dass die Arbeit nicht an erster Stelle steht. Es kann dabei sehr schnell passieren, dass man sich nur noch auf seine Arbeit konzentriert, aber dabei seine Partnerschaft total vernachlässigt.
Deshalb lernt Privates und Berufliches voneinander zu trennen und pflegt eure Beziehung. Plant zum Beispiel gemeinsame Date-Nights, in denen es wirklich nur um euch und eure Liebe geht. Geht regelmäßig zusammen spazieren und ganz wichtig, redet dabei nicht über die Arbeit. Gönnt euch in dieser Zeit auch mal eine Auszeit von Social Media und vom Handy und genießt einfach die Zeit zu zweit. Bei uns gibt es zum Beispiel im Schlafzimmer und vor der Arbeit ein absolutes Handy-Tabu. Wir wollen nicht aufstehen und mit unseren Gedanken direkt wieder bei der Arbeit oder beim Handy sein. Macht euch auch Rituale für jeden Morgen, sodass ihr zusammen immer eine gemeinsame Zeit habt, die nicht mit der Arbeit zu tun hat. Wir versuchen zum Beispiel jeden Morgen uns gemeinsam hinzusetzen, zusammen zu frühstücken, zusammen zu lesen und zusammen zu beten. Danach sind wir bereit, um gemeinsam in den Tag zu starten und Heldentaten zu vollbringen. Achtet also darauf, Privates und Berufliches zu trennen und nehmt euch einfach viel Zeit für eure Beziehung. Okay, ihr Lieben, das waren unsere 3 Tipps für selbstständige Paare. Wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Tipps etwas weiterhelfen und würden uns total freuen, wenn ihr uns in die Kommentare euren besten Tipp für selbstständige Paare schreibt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und abonniert unseren YouTube-Channel. Wir würden uns mega freuen. Wir sind Simone und Mirko von Agape Fotografie. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Ciao! Boah, sind wir schlimm. Ich glaube, das Video wird schrecklich.